Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch heute, wie ihr den geheimen Drachenbossfight am Drachenstrand auslösen könnt. Um diesen Bossfight überhaupt erst einmal aktivieren zu können, benötigt ihr hierfür ein bestimmtes Relikt aus Midgard. Und wo ihr dieses findet, werde ich euch jetzt direkt als nächstes zeigen. Sobald ihr dann in Midgard angekommen seid, müsst ihr zu der jetzt gezeigten Stelle dann hinreisen, also dann nehmt ihr dann die beiden Wölfe, fahrt dorthin und anschließend nutzt ihr dann euren Speer und werft diesen dann in die gelbe Stelle und löst dann anschließend mit Dreieck die Explosion aus. Danach könnt ihr dann einfach reingehen und ihr werdet jetzt gleich sehen, das sind zwei Sammelobjekte, beziehungsweise das erste ist ein Sammelobjekt und das zweite ist dann ein Relikt. Und sobald ihr dann das Relikt aufgesammelt habt, könnt ihr dieses auch schon direkt dann ausrüsten. Durch das Relikt ist es euch dann möglich, versteinerte Gegner zu befreien. Unter anderem könnt ihr auf diese Weise die Steinbjörn-Ausrüstung freischalten. Zusätzlich ist es euch aber dann auch möglich, am Drachenstrand den Drachen zu befreien und dadurch dann auch letzten Endes diesen geheimen Bossfight zu triggern. Den Rest des Videos lasse ich jetzt kommentarlos dann so weiterlaufen und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Drachenfight. Hinter dir, Bruder! Das war eine Überraschung. Was hast du erwartet? Auch wieder wahr. Also, der Drache hat sich befreit, direkt nachdem du die geklaute Reliquie benutzt hast. Das hängt doch zusammen.